Einfach ein paar kurze Punkte. Das Thema Impfen mit der heutigen Zahl 1.373.428 Impfungen durchgeführt in den über 100 Impfzentren in Bayern. Und Sie haben ja gestern mitbekommen, dass wir auf einer Gesundheitsministerkonferenz mit dem Bundesgesundheitsminister uns unterhalten haben über die Frage der Einbindung in den Arztpraxen, die jetzt in Bayern ja schon in Pilotprojekten funktioniert, die aber Anfang April in die Regelversorgung überführt werden soll. Heißt aber, die Impfzentren werden bleiben, sind auch für die Zukunft notwendig und die Ärzte sollen mit hineingenommen werden ins System, das dann auch aufgebaut werden soll. Man darf jetzt am Anfang nicht die volle Erwartung sehen, dass das gleich ab April alles so funktioniert, dass das wie eine Grippeschutzimpfung in den Arztpraxen geht, sondern es muss aufgebaut werden. Bürokratie muss abgebaut werden, damit die Dokumentationen auch in den Hausarztpraxen runtergehen. Und parallel dazu müssen wir ein System fahren, wo einfach gewährleistet ist, dass möglichst schnell möglichst viele Menschen geimpft werden können. Das ist das Ziel. Ich freue mich, dass die Ärzte dabei sind. Wir werden heute noch verschiedene Gespräche auch mit der Ärzteschaft führen. Aber die Impfzentren verteilt über das ganze Land sind genauso notwendig. Dort sind Impftermine bereits vereinbart für die Zukunft. Und das soll auch in der Zukunft so bleiben. Ein Thema vielleicht zu den Testungen, weil das ja auch ein wichtiges Thema ist, das Thema der Bürgertests, die ja vom Bund versprochen worden sind. Ich hoffe, dass jetzt die Testverordnung heute in Kraft tritt, dann kann auch die Abrechnung erfolgen. Das wäre natürlich schon gut und wichtig. Und dann kann das System auch so losmarschieren, wie wir es eigentlich schon länger ja haben. Wir haben ja schon die Bürgertests überall an den kommunalen Testzentren, dort mit PCR-Tests in ganz Bayern. Wir haben an über 46 kommunalen Testzentren bereits Antigen-Schnelltest-Strecken. Wir können in die Apotheken rein, die Ärzte sind mit dabei, sodass das System weiter ausgerollt werden kann. Und wir haben natürlich auch ausreichend beschafft. Die Antigen-Schnelltests schon immer, schon seit letztem Jahr, über 17 Millionen. Jetzt neu hinzugekommen die Selbsttests, die dann ja auch gemeinsam an den verschiedenen Bereichen angewandt werden sollen und dort auch, glaube ich, nützlich sind als ein Teil eines Systems, das uns insgesamt helfen wird, Neuinfektionen möglicherweise früher zu entdecken und Infektionsketten letztendlich auch zu durchbrechen. Also ich hoffe, dass wir da mit diesen Fragen des Testens auf einem guten Weg gemeinsam sind. Und ich kann nur sagen, Bayern hat seine Hausaufgaben in dem Feld gemacht. Zum Thema der Pflegeheime ist es mir noch wichtig, das zu ergänzen, was Staatsminister Herrmann gesagt hat. Wir wollen die Besucherregeln lockern. Das ist richtig und notwendig. Wir wollen das zum Ende März hin tun, weil wir der Meinung sind, dass wir mit dem Impfen dort sehr weit gekommen sind. 97% der Senioren und Pflegeheime sind bereits mit einer Erstimpfung besucht. 81% der Bewohner wurden bereits geimpft. Es stehen jetzt schon die Zweitimpfungen an. 57% des Personals ebenfalls bereits geimpft. Und das Ausbruchsgeschehen hat sich wirklich, Gott sei Dank, dramatisch verringert, wenn ich denke, dass wir am 5.1. einen Höchststand hatten mal von 6.949 positiven Bewohnern und sich das jetzt reduziert hat auf 296 Bewohnerinnen und Bewohner, dann ist das wirklich die gute Botschaft des Tages. Das will ich an dieser Stelle sagen. Und ich bin froh, dass das so ist, weil ich viel mit den Altenheimen telefoniert habe, die mitten in diesem Ausbruchsgeschehen waren. Und da sind viele auch der Pflegekräfte über sich hinausgewachsen. Und die haben auch Großartiges geleistet. Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt beides verbinden können. Hygieneregeln weiter einhalten, Maskenpflicht, das Impfen ist auf einem guten Weg. Und dass wir auch das Testen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotzdem weitermachen. Wir hatten ja ein Gerichtsurteil, das diese Testpflicht aufgehoben hat. Wir haben jetzt eine neue Rechtsgrundlage geschaffen, indem wir es an die Inzidenz angekoppelt haben und die Kommunen dann, je nachdem, wie das Ausbruchsgeschehen ist und die Impfquote dann weiter zweimal Testungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vornehmen lassen sollen. Das ist aus meiner Sicht wichtig, das ist ein gesamtes Konzept, das gut ist und trägt. Und deswegen freue ich mich, dass wir dann auch die Botschaft geben können, dass nicht nur ein Besucher rein kann oder eine feste Person, dass wir weiter aufmachen können, dass vielleicht auch in Gruppen wieder was möglich ist. Das ist für die Menschen wirklich in diesen Einrichtungen wichtig, dass sie nicht isoliert werden, sondern dass sie wieder gemeinsam auch Freude am Leben in diesen Einrichtungen finden können.